Tyler! Mach doch erstmal die Tür auf. Alles okay? Ich überleb's. Schön, deine Stimme zu hören. Ja, ebenso. Also, kommst du rein oder nicht? Ich arbeite dran. Schwierig, der erste Schritt. Tja, da wären wir. Da wären wir. Also, wo fangen wir an? Wir entscheiden, was wir behalten, was weg kann und sehen, was wir noch so in diesem Haus finden. Errungenschaft freigeschaltet, Heimkehr. Okay, schauen wir uns mal um. Es wirkt so irreal. Hier sind wir gerade hergekommen. Okay, mal sehen. Regal kaputt, Krug kaputt und die Waschmaschine kaputt. Der Trockner hat eh nie funktioniert. Marianne hielt Wäschetrockner für das pure Böse. Energiesünder. Wäsche aufhängen habe ich gehasst. Hab wochenlang dieselben Sachen getragen und mich so davor gedrückt. Maschinenreparatur, Sam, Tay, Robert, im Winter, Texas, Books, zu teuer. Tessa, Fragezeichen. Ah, okay. Können wir uns hier am Eingang nochmal umschauen? Tja. Oh, eine Maske. Die gruseligen Masken müssen weg, um mögliche Käufer nicht zu verschrecken. Oh, du willst also niemanden mit diesen Masken erschrecken? Hey, ich habe die Maske nur aufgesetzt und Krieger gespielt. Ha. Das Bad riecht immer noch nach Marianne. Einmal richtig putzen, dann ist das auch erledigt. Ich wollte dieses Kleid im Garten vergraben, aber Marianne hat mich erwischt. Es war ein hübsches Kleid. Naja, wir wissen ja beide, hübsch war nie mein Ding. Was machen wir mit all ihrem Schmuck? Tja, ich werde ihn bestimmt nicht tragen. Dann also Spendenkiste. Was würde der junge Tyler denken, wenn er jetzt reinkäme und mich sehen könnte? Keine Ahnung. Wow. Ich hatte ihre komischen Hausmittelchen ganz vergessen. Und wie sie immer an uns ausprobierte. Wie an Laborratten. Handgemacht. Nach 10 Jahren noch heil. Wahnsinn. Das könnte man vom ganzen Haus behaupten. Tja. Weißt du noch, jeder von uns wollte immer am größten sein. Als ob wir darauf irgendeinen Einfluss gehabt hätten. Und am Ende war es ein Unentschieden. Ja, und das ganze Dehnen hat mir überhaupt nichts gebracht. Okay, das A steht für Allison. Wofür steht das O? Sein ursprünglicher Name wahrscheinlich, oder? Das Tyler hatte sich, vielleicht hat er sich erst später und wahrscheinlich, ja, ist ja wahrscheinlich, hat er sich dann weißt später du noch, als Tyler jeder genannt. Jeder von uns wollte immer am größten sein. Als ob wir darauf irgendeinen Einfluss gehabt hätten. Und am Ende war es ein Unentschieden. Ja, und das ganze Dehnen hat mir überhaupt nichts gebracht. Na, wie es aussieht, ist das der grüne Strich, also Allison, am Ende, ja, doch ein bisschen größer, oder? Klein wenig. Okay. In der Badewanne. Na, was haben wir hier? Hochgehen müssen wir auch noch gleich. Beste Mom. Meinst du, wir haben das ernst gemeint oder wollten wir sie nur glücklich machen? So oder so stimmte es nicht. Ich dachte, nach all der Zeit sei ich besser auf dieses Chaos vorbereitet.
gesponsert von überzüchtigen Kobolden. Wir hatten nie Zeit, die Sammlung zu vollenden. Das ist aus einem der Preisautomaten vom Wecki-Laden, stimmt's? Ja, man schob eine Münze auf dem kleinen Tablett hinein und voila, ein Sticker kam raus. Nut, Mint und Flex. Weird Flex. Okay. Ich wusste gar nicht, dass ich den Geruch von Feuerholz vermisst habe. Ich vermisse die kalten Winternächte in Kuscheldecken und mit einem großen heißen Kakao. Ja, Marianne war meistens so müde, dass sie auf der Couch einschlief. Ah, deswegen war es so schön. Keine Mary. Sie wollte den Planeten schon retten, bevor es durch Al Gore cool wurde. Hat Al Gore je etwas Cooles getan? Nee. Mit einer Sache hatte sie wohl recht. Aber man kann niemandem vorwerfen, nicht auf die verrückte Marianne Ronan gehört zu haben. Eine Erinnerung. Mom, wegen der Anmeldung beim Eishockey-Team. Mom! Entschuldige, was? Oh, das geht nicht. Vielleicht nächstes Jahr. Du hast es versprochen! Quengle weiter so und aus dem nächsten Jahr wird ein Nie. Oh wei. Schneidest du mir die Haare? Die sind gut, so wie sie sind. Aber ich will kurze Haare. So richtig kurz. Was? Ich bin müde und beschäftigt. Reden wir später darüber. Das sagst du immer. Es hat so genervt, dass Marianne zu allem Nein gesagt hat. In den letzten Monaten war sie nur noch schlecht drauf. Ja, und komplett taub gegenüber allem, was ich eigentlich von ihr brauchte. Zu mir hat sie auch ständig Nein gesagt. Stimmt, doch bei mir fühlte es sich persönlich an. Tja, die Haare. Das Eishockey. Tja. Schon schwer für ein Kind, wenn es dann von der Mutter. Ja. Eben das. Sie hat so viele Fotos gemacht. Ja. Als müsse sie jede Sekunde unseres Lebens festhalten. Es hat sie glücklich gemacht. Und ehrlich gesagt war es schön, sie lächeln zu sehen. Das stimmt. Alles okay? All diese fröhlichen Bilder sehen jetzt so traurig aus. So inszeniert. Ich weiß. Wow. Ganz schön peinlich. Sie hat immer bei Fotowettbewerben mitgemacht. Wow. Ganz schön peinlich. Wir waren echt keine Da Vincis. Sie hob jedes einzelne Bild von uns auf. Vielleicht hebe ich ein paar davon auf. Okay. Was haben wir hier? An die erinnere ich mich nicht. Zwei Tudeltauben. Eins von Marianne's unfertigen Meisterwerken. Es gibt zwei Stück. Vielleicht standen sie für uns. Für Marianne gab das vermutlich sogar irgendwie Sinn. Man sieht's auf dem Tisch. Oh, ein Brief. Hallo Mom, es tut uns leid, dass die Vase kaputt ist. Wir wussten nicht, dass du sie so mochtest. Wir müssen besser aufpassen und nicht im Fensterzimmer spielen. Nächstes Mal versuchen wir, vernünftiger zu sein. Bitte sei nicht mehr böse auf uns. Mir tut es auch leid. Wir sollten vorsichtiger sein. Ich bin sehr traurig, dass wir dich zum Weinen gebracht haben. Wir sollten lieber draußen spielen. Ich werde Olli bitten, nicht immer so wild zu sein. Wir machen es nie wieder. Tut uns leid. Er ist bestimmt noch da. Ich sollte in unserem Zimmer nachsehen. Es? Olli also. Was liest du da? Haben wir es herausgefunden.
Ein Brief von uns. Als Entschuldigung für die kaputte Vase, weißt du noch? Langeweile als Belehrung. Eine tolle Strategie. Sie hat gespart, was sie nur konnte. Haben eine weitere Information herausgefunden. Alte Bücher. Die hatten wir von Tessa, oder? Ja, sie dachte, wir wären begabt. Stimmt ja, aber nicht wie sie dachte. Ob sie gewusst hat, dass wir uns absprechen? Doch nur aus Spaß. Wir kannten die Antworten eh. Ja. Wenn man sich immer umguckt, dann findet man auch nützliche Informationen. Marianne's Zimmer. Gehen wir erst rein, wenn es unbedingt notwendig ist. Aber hallo. Okay. Ah, wir wollten mal nach oben. Nach oben wollten wir gucken. Gibt es bestimmt doch ein paar Sachen zu entdecken. Ich glaube, hier ging es rüber. In der Küche waren wir hier noch nicht. Was wollte sie mit all den Einmachgläsern? Sie tauschte selbstgemachte Marmelade immer gegen neue Sachen ein. Sie hat alles getan, um über die Runden zu kommen. Naja, nicht alles. Auf. Schnur, Kleber, Gaffer. Damit lässt sich wirklich alles reparieren. Marianne liebte es, Dinge zu reparieren. Aber nicht, wenn etwas kaputt ging. Vor allem dann nicht, wenn es unsere Schuld war. Ich weiß. Ich sag ja nur, sie rettete gern kaputte Dinge. Und wenn da haben sie bekritzelt, kleine Kinder. Wie man es kennt. Oh, kleiner Sticker, können wir den mal. Können wir nicht. Okay, wir wollten eh nach oben. Treppe hinauf. Hey, was machst du denn da unten? Was glaubst du denn wohl? Nachsehen, ob es sich lohnt, etwas aus Marianne's Durcheinander zu behalten. Machst du Fortschritte? Nicht wirklich. Und du? Was machst du da oben? Ach, ich plane nur die Weltherrschaft an mich zu reißen. Oh, so eine große Verantwortung. Na, ob du das hinkriegst, Ronan? Oh, ihr Kleingläubigen. Ich schätze, jetzt ist unser Zimmer an der Reihe. Ich komme gleich nach. Okay. Dann mal einen Blick drauf werfen. Wo kommst du denn her? Wo kommst du denn her? Ein Schweif aus zwei Schwertern. Ein paar interessante Büchertitel. Och, die hat sich irgendjemand ausgedacht. Okay, schauen wir mal ins Zimmer hinein. Würde ich sagen. Na, das fühlt sich doch wie zu Hause an. Hinein. Wow, wie winzig diese Betten sind. Wir waren echt klein. Ja. Hey, Kumpel. Lange nicht gesehen. Allison. Oh, der war nicht meiner. Tja. Da, das ist unser Spiel. Rodel und Straßenbahn. Das hat wirklich keinen Sinn ergeben. Wir haben es trotzdem ständig gespielt. Mann, wir waren Kinder. Wir brauchten nichts weiter als Steine und Vogelfedern. Tja.
Fantasie. Die Kinder. Hey, die Postkarte, die wir uns aus Juno geschickt haben. Für immer allein. Was? Wir hatten kaum jemanden. Wir waren sogar unsere eigenen Brieffreunde. Hallo, Alison und Olli. Aha. Wir schreiben euch aus der Vergangenheit. Wie ist die Zukunft so? Juno ist jedenfalls total cool. Wir sind mit der Seilbahn ganz nach oben gefahren. Olli hatte Angst. Das ist gelogen. Wir haben ein paar Bücher bekommen, aber als Mama abends ins Restaurant gegangen ist, hat sie dort vergessen. Es war cool. Auf der Fähre gab es jede Menge Wale. So ein Quatsch, die waren im Wasser. Haben wir den Ausblick nie geschätzt. Dummkopf. Jedenfalls soll ich diese Postkarte daran erinnern, wie cool wir sind. Vor allem ich. A und O. Nissen und Olli wohnen. 12 Curry Road. Dennis Crossing. AK 77477. Haben wir gleich die Adresse. Gleich mal gucken, ob es das auch wirklich gibt. Okay. Viel zu sehen hier. So viel zu meinem Traum, Eishockeystar zu werden. Marianne fand Sport zu aggressiv, zu wetteifernd und zu gruppendenkerisch. Natürlich. So viel zu meinem Traum, Eishockeystar zu werden. Ich wollte das da oben. Marianne fand Sport zu aggressiv, zu wetteifernd. Wieso war ich mit diesem Poster einverstanden? Es war mein Lieblingsfilm. Damals. City of Love. Okay. Also eine Sache muss man Marianne wirklich lassen. Wir konnten unsere kreative Seite ausleben. Wenn du Eddies Gesicht gesehen hättest, als ich sein Auto lackieren wollte. Ja, Onkel Eddie hingegen hat deine künstlerische Ader wohl nicht geschätzt. Nenn ihn lieber Chief Brown, wenn du schon so ein Arsch sein willst. Unser Freund aus dem All. Aha. Eine Kiste. Sieh mal, was ich hier hab. Was? Nur unsere großartigste Schöpfung. Das Buch der Kobolde. Jetzt im Ernst? Warst die ganze Zeit in dieser Truhe? Öffnen. All diese Geschichten. Ich hatte noch viel mehr auf Lager. Marianne hat viele geschrieben. Ja. Nur in diesen Momenten schien sie wirklich friedlich. Ach du Schreck. Ich kann das ganze Buch jetzt lesen. Kapitel. Eine Kapitelauflistung. 79 Seiten nach Holla, die Waldfee. Die Froschdame erhält die Gabe des Sprechens. Der Bär und die Prinzessin. Die Biberdame repariert das Haus. Die Feier der Prinzessin. Die Kobolde und die Eishöhle. Die Prinzessin und die zwei Diebe. Die Prinzessin schließt neue Freundschaften. Die großen Pranken des Bären. Die Mondhexe verliert ihren Namen. Die Kobolde tricksen den wilden Jäger aus. Die Pelikan-Dame hilft ihren Freunden. Die Kobolde erhalten ihre Stimme. Die große Froschdame wird bestraft. Die Kobolde retten die ältere Biberdame. Die Kobolde verärgern den Eiskönig. Die Pelikan-Dame verzeiht den Kobolden. Die Kobolde treffen den Eistroll. Die Kobolde tricksen den Besam aus. Der Elch nährt die Kobolde. Der blühende Jäger erhält seine Hand zurück. Aha. Das ist ja großartig. Mann, wo ist es? Oh nein, ich wollte. Was Bestimmtes? Ich wollte lesen. Davon hast du mir nie erzählt. Ja, so wie Marianne war, wollte ich es erst recht, so gut es geht, vor ihr geheim halten. Marianne. Ja, als sie es damals gefunden hat. Ich wollte das Buch der Kobolde lesen. Das ist,
Jetzt habe ich es weggepackt. Ob wir das jemals wieder lesen können? Ob wir das nochmal öffnen können? Deinem Besten. Du hast es gelesen, oder? Na sicher. Dazu hattest du kein Recht. Ich darf alles, was ich tun muss, um mein kleines Mädchen zu beschützen. Ich bin nicht dein Mädchen. Ich hasse dich. Du wirst immer mein kleines Mädchen sein. Und egal, wie sehr du dagegen kämpfst, ich kämpfe umso mehr, um dich zu beschützen. Oh Mann. Warum habe ich es nicht kommen sehen? Sie hat es mir ins Gesicht gesagt. Meine Transition hätte sie auch mit Gewalt verhindert. Tyler, du hättest nicht wissen können, dass sie so weit gehen würde. Ich will das Tagebuch zurück. In ihrem Zimmer habe ich noch nicht gesucht. Okay, aber brauchst du es denn jetzt? Dieses Tagebuch war mir wichtig, Allison. Meine Gedanken aufzuschreiben half mir zu sehen, wer ich bin. Gut. Dann suchen wir es. Ob ihr Zimmer noch verschlossen ist? Das war es immer. Ich bin nicht so heiß darauf reinzugehen. Ich weiß. Doch wir kommen nicht drum herum und ich brauche es zurück. Okay. Suchen wir das Tagebuch. Ein paar unserer Spielsachen verpassen mir Gänsehaut. In Bett. Oh, hier können wir es nochmal ändern. Wenn ich die Hexe einholte, schallte seine wütende Stimme durch den ganzen Wald. Für deine Tücke wirst du auf ewig an den See gefesselt sein. Was? Niemals. Sei still, ich lese. Du wirst ihn nie wieder verlassen können. Auch nicht bei Vollmond. So blieb die Mondhexe im See gefangen und versuchte nie wieder von dort zu fliehen. Und dann der Titel. Was meinst du? Nicht schlecht, was? Ist schon okay. Aber ich hätte das Ende geändert. Was? Niemals! Der Eiskönig, den hatte ich völlig vergessen. Weil es gefährlich war, seinen Namen zu nennen. Er war zu mächtig. Tja. Das haben wir schon gesehen. Okay. Wir werden wahrscheinlich gleich hier mal zu... Warte. Hier ins Zimmer gehen. Was? Erkennst du das? Ja, leider. Löse mein Rätsel für das Recht, in das Gemach der Prinzessin einzutreten. Ein kräftiger Stoß dürfte die Sache erledigen. Schon klar, wir könnten sie mit Gewalt öffnen. Aber es wäre doch witzig, es endlich zu lösen.
oder? Wir haben unterschiedliche Definitionen von witzig. Gut, aber wenn wir sie eintreten, müssen wir sie danach reparieren. Versuchen wir es zuerst mit dem Rätsel. Hast du unser Buch? Ja. Gib mal her. Wonach suchst du denn? Das Bild an der Tür, es erinnert mich an eine Geschichte aus dem Buch. Eine von Marianne. Du erinnerst dich viel besser als ich. Tja, das Buch der Kobolde war meine Idee. Das durfte auch nie jemand vergessen. Hier ist sie. Die mit dem Prinzessinnenfest. Lies mal, vielleicht stehen die Symbole für etwas in der Geschichte. Geistererinnerungen, Bilderbuchrätsel. Komischer Tag. Komische Kindheit. Touché. Wollen wir? Oha. Ein Buch der Kumpel, da können wir reingucken. Das ist vielleicht ein Hinweis auf das Tor. Das Türschloss Gutes Dingens. Okay. Na, ich brech die Tür einfach auf. Ganz sicher? Wir sind nicht in Eile und wir müssten sie wieder reparieren. Na gut, ein letzter Versuch. Okay. Schauen wir vielleicht mal ins Buch der Kobolde. Vielleicht gibt es da Hinweise. Okay. Die Froschdame erhält die Gabe des Sprechens. Es war einmal in einem uralten und tiefen Wald eine große Froschdame, die in einem kleinen Teich lebte. Sie war ein friedliches Geschöpf, das den Großteil seiner Zeit damit verbrachte, zu fressen und zu schwimmen und zu schlafen. Von der Morgen bis zur Abendröte tat sie alles, was kleinere Frösche auch tun, nur eben größer. Sie aß mehr, sie hüpfte weiter, sie war klüger und machte eine Menge mehr Lärm. Alle Lebewesen im Wald konnten ihr lautes Quaken hören und sie alle waren glücklich darüber. Es war nämlich leicht, sich im Wald zu verirren, doch dank des lauten Quakens der großen Froschdame war es stets einfach, den Weg zurück zu ihrem Teich zu finden. Vielleicht wäre es anders gewesen, hätte die Froschdame auch nachts ihre Lieder gesungen. Aber sie war ein viel zu faules Tier und nach Anbruch der Dunkelheit nie sonderlich aktiv. Eines Tages betrat eine unbekannte Besucherin zum ersten Mal den Wald. Eine junge Frau in einem wunderschönen Kleid. Sie marschierte eigentlich durch den Wald, so als sei sie auf der Flucht und blickte dabei kein einziges Mal über ihre Schulter. Viele Bewohner erspähten die Prinzessin beim Vorbeigehen, doch niemand traute sich ihr zu helfen, denn der wilde Jäger war ihr auf der Spur. Das ist nicht unsere Angelegenheit, sagten sie, wir sehen lieber weg, denn der wilde Jäger war ein unnachgiebiger Mann, der nichts so sehr liebte wie Beute, um des Ruhmes und des Geldes willen zu jagen. Nichts konnte sich seinem bohrenden Blick lang entziehen. So liefen die Prinzessinnen, auf sich alleine gestellt und ohne Hilfe, so lange weiter, bis sie sich in den großen Wald Heidos verirrte. Völlig erschöpft und ziellos eilte sie voran, mit dem beharrlichen Jäger dicht hinter ihr. Plötzlich hörte die Prinzessin ein lautes Quaken von links. Sie vernahm das Geräusch so deutlich, dass sie sogleich wissen wollte, wo es herkam. Kurz darauf stieß sie zur großen Froschdame im kleinen Teich, die der Prinzessin ein freundliches Lächeln schenkte. »Bitte hilf mir«, sagte die Prinzessin. »Ich brauche einen Ort, an dem ich mich verstecken und Rast machen kann.«
Quark, antwortete die Froschdame, und die Prinzessin legte die Stirn in Falten. Bitte mach nicht solch einen Lärm. Der wilde Jäger ist mir auf der Spur. Quark, sagte die Froschdame damals, abermals. So laut, dass die Prinzessin sich die Ohren zuhalten musste. Das Tier begann wild umherzuspringen. Was tust du nur? Fragte die Prinzessin. Sei still, oder er findet uns. Aber die Froschdame quakte weiter und hüpfte aufgeregt um sie herum, rechts und links auf und ab. Quak, quak, bis die Prinzessin schließlich verstand, was es mit all dieser Aufregung auf sich hatte. Vorsichtig kletterte sie auf den Rücken der großen Froschdame, die sich sogleich mit einem gewaltigen Satz von dem Teich entfernte. Die Froschdame sprang so hoch und so weit, dass selbst der Jäger nicht mehr wusste, wohin die Prinzessin entschwunden war. Mit nur wenigen Sprüngen war die Prinzessin seinem Bohrenblick entronnen. Ein paar Sprünge mehr und sie waren wie vom Erdboden verschluckt. Die Prinzessin schloss ihre Augen und ließ sich von ihrem klugen Reittier tragen. Weniger als eine Stunde später hatte die große Froschdame das andere Ende des uralten Waldes erreicht, das in der Nähe des Ufers des tiefen Sees lag. Dort hielt sie lautlos vor einem großen verlassenen Holzhaus. Danke, sagte die Prinzessin und küsste das Tier. Mein einziger Wunsch ist, dass du doch sprechen könntest, damit ich deine Absichten früher verstanden hätte. Und als sie diese Worte aussprach, geschah etwas Unglaubliches. Die große Froschdame konnte mit einem Male sprechen. Ihre ersten Worte versetzten die Prinzessin in Staunen. Der wilde Giga ist mir immer auf den Fersen. Jetzt bist du sicher. Und ich halte meine Rache. In diesem Haus hier kannst du bleiben. Es wurde vor langer Zeit verlassen und niemand wird hier nach dir suchen. Dann, ohne noch ein weiteres Wort zu verlieren, sprang die große Froschdame zurück zum Teich. Und das war die Geschichte, wie die große Froschdame die Prinzessin rettete und die Gabe der Sprache erlangte. Okay.